Ja, hallo ihr Lieben, Christian Schemmer, Partner, Beziehungscoach, Diplompsychologe, diesmal Biolog und mit Themen Dating, Beziehung und Liebe. Du kannst wie die folgenden Fragen kannst du mal im Formular auf liebeschip.de schicken. Ich kann es immer nicht garantieren. Wir suchen immer so ein paar raus. Und meine hervorragenden Kurse findest du auf liebeschip.de. Ja, heute geht es um das zeitlose Thema: Ist mein Partner zu kühl oder vielleicht auch zu bindungsängstlich? Oder bindungsvermeidend, besser gesagt. Oder ja, einfach auch vielleicht kein Beziehungstyp. Und die liebe Lilatschkola schreibt, hallo Christian, herzliches Dankeschön für deine tolle Arbeit. Ich habe vor einiger Zeit mit Modul 1 begonnen und freue mich auf die Weiterentwicklung. Also Umprogrammierung des Liebeschips. Nun habe ich folgende Frage, die ich mir noch nicht selbst beantworten kann. Nach 5-jähriger ungesunder Beziehung, narzisstische Tendenzen, also ich lese nur vor, und schlimmer Trennung vor 2 Jahren bin ich seit einem Jahr wieder mit einem Mann zusammen. Wir sind beide in den 40ern. Er ist grundsätzlich sehr ruhig und beständig. Wir führen eine Fernbeziehung und verbringen in der Regel die Wochenenden zusammen. Wir haben gemeinsame Freunde, die mich mögen und umgekehrt. Soweit so gut, allerdings habe ich öfter das Gefühl, er ist nicht so richtig da. Schwer zu beschreiben. Wenn ich etwas erzähle, kommen öfters kaum oder keine Rückfragen, die eine Unterhaltung ermöglichen. Seine Meinung hält er oft zurück und sagt sie nur, wenn ich konkret nachfrage. Als Begründung sagt er, seine Meinung sei nie erwünscht worden in der Kindheit, Jugend. Ja, also ich meine, ihr wisst ja, wenn jemand mit Kindheit, Jugend argumentiert, da beißt man bei mir mal auf Granit. Ja, toll, dann war das eben in der Kindheit und Jugend so, aber jetzt hat er eine Freundin, die sich was anderes wünscht. Ich meine, ja, offensichtlich ist es ja bei dir erwünscht, also warum sag das nicht einfach? Das ist immer so dieses Argumentieren mit, ja, in der Kindheit, ich würde ja gerne eine ordentliche Beziehung führen, aber leider wegen meiner beschissenen Kindheit, die wir ja fast alle hatten, kann ich es nicht, will ich nicht. Wird sowas immer nicht so leicht durchgehen lassen, ne? Übrigens hatte er 20 Jahre keine feste Beziehung, sondern war meistens nach ein paar Wochen, Monaten mit Bettsport Schluss, mal er, mal sie, ja. Das ist, ich meine, das ist jetzt nicht verboten oder so. Auch in meinem Programm sind viele Dauersingles. Aber er hat ja hier keinen Leidensdruck offensichtlich gehabt irgendwie. Und also die Wahrscheinlichkeit, dass auch du in dieser Riege landest, die ist halt irre groß, ne? Also wie gesagt, sagt der Engländer immer, past events form future trends. Also warum sollte es dir anders gehen mit diesem Mann, ne? Und deswegen rate ich immer davon ab, wenn man selber an seinem Liebeship gerade rumprokelt, jemanden zu daten, der jetzt 20 Jahre keine Beziehung hatte, man macht sich das Leben einfach unheimlich schwer. Jetzt nicht, dass da jetzt mit dem irgendwas falsch wäre oder so, aber der will ja gar nicht an sich arbeiten. Und das ist so ein bisschen so, weiß ich nicht, wie wenn du anfangen willst mit Joggen und fängst gleich mit Marathon an, ne? Das ist halt schwierig so, ne? Wobei selbst der Vergleich hinkt, vielleicht gibt es nichts, was diesen Mann jetzt anders machen würde, als wir den jetzt hier beschrieben bekommen. Ne? Innerhalb der Arbeitswoche schreiben wir uns täglich, doch auch hier habe ich das Gefühl, nur eine Standard-Message zu erhalten. So, Allah, ich wünsche dir einen schönen Tag oder ähnliches. Er geht fast nicht auf für mich wichtige Ereignisse ein. So, jetzt kommt was Krasses. Ich habe eine schwerwiegende Diagnose erhalten und er erkundigt sich kaum. Begründung, er wolle kein großes Ding draus machen. Klammer auf, es ist durchaus sehr groß, Klammer zu. Okay, wie muss ich mir das vorstellen, so dass du dann sagst, du, ich habe übrigens nur noch 2 Monate zu leben. Boah, du, lass uns einfach kein großes Ding draus machen. Oh Gott. Also ich hoffe, es ist jetzt nichts wirklich Schlimmes, aber ich meine, wofür hat man dann eine Beziehung? Willst du einen Partner haben? Du hast ein echtes Problem und dann sagt er, lass uns kein großes Ding draus machen. Ja, okay. Da machen wir doch kein großes Ding draus. Ja, also ich meine, da muss man jetzt auch nicht groß gucken. Es interessiert ihn einfach nicht. Also manche Menschen sind so. Ich meine, das ist wahrscheinlich nicht böse oder so. Es interessiert ihn einfach nicht. Sagen wir doch mal ehrlich, die meisten Menschen drehen sich hauptsächlich um sich selbst, ne? Und ja, manche mehr, manche weniger und wir versuchen, welche zu finden, die es weniger machen. Das ist natürlich auch selber nicht zu viel zu machen. Aber das ist die brutale Realität, ne? Da frage ich mich allerdings tatsächlich, wofür man dann eine Beziehung braucht, weil, weiß ich nicht.
hast du wenigstens deine Freiheit und musst nicht darauf warten, dass er sich mal meldet. Witzigerweise, ich habe da auch heute Nacht von geträumt, von so einer, ich kenne das ja auch von früher, aus so einer Dating-Situation geträumt, dass ich so gestonewalled werde, so, ne? Also, dass mich die Frau da im Traum so nicht beachtet, nicht mit mir redet, nicht sagt, was los ist. Und also so, im Traum war es total quälend, ich weiß nicht, wie es für dich ist. Also ich finde, das ist so schlimm, vor allem, wenn man da selber so Triggerpunkte hat und das nicht gut ab kann. Boah. So, aber er ist trotzdem mit mir zusammen, das zählt ja auch. Nee, es zählt eben, sollte nicht so viel, das ist, also das sind seine Ansprüche zu niedrig, ne? Also, das ist, als wenn du einen Handwerker bestellst hier zum, was weiß ich, er soll deinen Wasserhahn reparieren und er kriegt es überhaupt nicht hin und du sagst dir, ja, ist ja nicht schlimm, dass er es nicht hinkriegt, er ist wegen es gekommen, ne? Ja, das würdest du auch nicht sagen, ne? So. Gut, er reißt sich nicht darum, so viel Zeit wie möglich mit mir zu verbringen, was ich gerade in der Anfangsphase und bei Fernbeziehungen wichtig fand. Ja, und mit Recht. Also gerade am Anfang sollte man schon Feuer und Flamme füreinander sein, ne? Berufliche Entscheidungen, die auch unsere Beziehung beeinflussen, also wo er auch lange weg wäre unter Umständen, trifft er alleine. Ja, also scheint so ein bisschen hyperautonom zu sein und das sind natürlich, ich kenne ihn jetzt nicht, aber viele mit so einem bindungsvermeidenden Bindungsspiel haben natürlich so eine Pseudo-Autonomie. Es wird sich also in einer Fernbeziehung nichts ändern, auch wenn wir zusammenziehen sollen. Zuletzt hatten wir eine Auseinandersetzung, Thema Kinderwunsch. Ja, aber das ist irgendwie so weit weg wie der Mond vom Mars hier bei euch mit Kinderwunsch. Also sollte die Beziehung erstmal laufen, oder nicht? Ich sagte, ich brauche ihn dafür zu Hause, auch in der Woche. Sonst ist das für mich nicht diskutabel. Er weinte heftig, stundenlang. Okay, das kann ich jetzt überhaupt nicht einordnen. Das kommt für mich jetzt gerade so aus dem Nichts. Aber ja. Nochmal, er öffnet sich ja nicht, was mit ihm ist irgendwie. Und also ich plädiere auch mal für so eine gewisse Neutralität, sich das einfach anzugucken. Ja, natürlich kannst du dann für deinen Partner da sein, wenn er stundenlang weint, aber du weißt ja hier überhaupt nicht, was los ist, so, ne? Und das ist auch, ja, ist auch nicht dein Job, da muss er so sagen, was los ist, du bist nicht seine Therapeutin, ne? Erklärte sich mir aber nicht. Ja, aber das ist der Punkt. Jetzt hast du einen Partner, der weint stundenlang. Ja, du möchtest vielleicht für ihn da sein, aber du hast einfach nur, denkst, das ist eine Blackbox, ne? Und das triggert einen halt sehr an, ne? Wie gesagt, deswegen muss es jetzt kein schlechter Mensch sein und er gibt bestimmt, vielleicht gibt, oder weiß es nicht, hoffe, er gibt sein Bestes. Aber du sollst jemand nicht damit danach messen, ob er sein Bestes gibt, sondern ob es für dich reicht, ne? Würde mich schon auch sehr irritieren, glaube ich. Auch nicht nach 3 Tagen, trotz intensiver Nachfragen meinerseits. Ja, aber wie willst du mit dem Kinder kriegen? Also, du weißt ja nie, was mit dem los ist, ne? An diesem Punkt bin ich irgendwie rausgerutscht. Ja, kann ich total verstehen. Ich habe ihn mit all den Themen konfrontiert, die mich so umtreiben. Sehr gut. Allerdings in einem harten Tenor. Das tut mir sehr leid. Ich habe ihn dafür persönlich um Entschuldigung gegeben. Wir sind noch ein paar, allerdings mit einem deutlichen Knacks und wenig persönlichen Kontakt. Ja, das ist genau, was ich gerade meinte. Ich vermute mal, dass sich dieses, der baut ja auch ein bisschen Mauern, dass sich das antriggert und dass ihr dann in so einen Attacke-Rückzugskonflikt kommt, wo, müssen wir jetzt, habe ich auch schon Videos darüber gemacht, Bücher darüber geschrieben, egal. Also, dass ihr da, dass sich das so antriggert, dass du dann laut wirst, was man natürlich, muss man natürlich ganz klar sagen, sollte man nicht machen, ne? Man sollte versuchen, eingespielt sauber halten, immer. Aber das ist das Problem, dass dich das destabilisiert, ne? Und wie gesagt, ist jetzt passiert, ist auch, ist wie es ist. Aber da weißt du schon, und er wird jetzt dahergehen und seinem Kumpel vielleicht erzählen, Alter, ey, jetzt, mein Gott, ey, die ist echt anstrengend und dann ist plötzlich ist sie total ausgerastet. Also er wird seine Story jetzt haben, so. Und letzten Endes heißt es aber unter Umständen, dass ihr nicht so optimal kompatibel seid einfach, ne? Unterschiedliche Bindungsvorstellungen habt, ne? Es ist häufig so, wenn man so ein Faible hat für so narzisstisch manipulative Beziehungen, wenn ich es mal so nennen darf, und man da so ein bisschen dran gearbeitet hat
und so ein bisschen erkennt, okay, nee, das mache ich jetzt nicht mehr. Dass man immer noch Anfälligkeiten hat für so bindungsvermeidende, bindungsängstliche Beziehungen, dass das immer noch da ist, so. Aber wie gesagt, guck mal weiter in mein Kursprogramm rein. Genau, so. Wo waren wir jetzt stehen geblieben? Jetzt ist die Frage, ist er nur normal, also entspannt, betreibt kein Lovebombing, sondern er hält sich ein bisschen zurück. Ja, wie gesagt, er macht nicht diese Sachen, die du vielleicht kennst aus Vorbeziehungen, nur, wie gesagt, ich will mir jetzt hier gar nichts unterstellen, aber er hat einfach eine ganz andere Vorstellung von Beziehungen und öffnet sich nicht, ne, und hat Mauern und das ist schwierig, eine normale, man wäre heutzutage schon eine normale Beziehung, aber es ist schwierig, eine normale Beziehung zu führen. Und ich würde jetzt nicht wieder anfangen, deine Standards runterzuschrauben, sondern zu sagen, hey, das macht mir einfach kein schönes Lebensgefühl. Ne? Das heißt jetzt nicht, dass du ihm sagst, er muss sich ändern, das hast du sowieso schon gemacht, sondern dass du sagst, sorry, das ist einfach nicht, wie ich mir eine Beziehung vorstelle. So, ne? Und dann muss man wieder an Trennungskompetenz arbeiten. Aber ich meine, du musst es letztlich wissen, aber du siehst ja schon, dass es dich anträgert. Ne? Eigentlich ist schon, wenn man im ersten halben Jahr das Bedürfnis hatte, mir zu schreiben, ist eigentlich schon prognostisch keine gute Sache. Er sagt, die Zurückhaltung sei nur aus Rücksicht auf mich, er wollte mich nicht stressen. Ja, aber das, du sagst doch, dass es dir nicht gut tut. So, und er kann oder will es nicht ändern. Und das zu sagen, das mache ich, ich benehme mich so, wie es dir nicht gefällt, wegen dir, das macht einfach keinen fucking Sinn. Das ist. Also wenn du Maler sagst, du sollst eine weiße Wand malen und er malt eine gelbe und dann sagst du, warum hast du denn jetzt eine gelbe Wand gemalt? Und dann sagt er, ja, ich wollte dich nicht stressen. Deswegen habe ich eine gelbe gemalt. Du bist aber nie die Rede von der gelben. Das okay, das. Oh ja. Yeah. Was kann ich da noch zu sagen soll? Das macht die Dinge nicht so kompliziert, Leute. Da wünsche ich mir mehr intensive Gespräche. Ja, das haben wir, glaube ich, verstanden. Auch mal ein paar Komplimente. Bin ich zu eitel? Na, das ist ich will jetzt keine Phrasen dreschen hier, aber man kann, glaube ich, sagen, dass die allermeisten Frauen sich Komplimente wünschen, gerade am Anfang der Beziehung. Wie gesagt, ist er auf jeden Fall zuverlässig und hilfsbereit. Ja, so zuverlässig, dass er eine schlimme Krankheit von dir nicht beachtet. Also jetzt pass auf, dass du nicht wieder deine Standards senkst, ne? Ne? Wollte ja kein großes Ding draus machen. Ne? Hat auch schon Andeutungen über das Heiraten gemacht. Ja, also ich meine, ich weiß, wie das alles so passiert, aber. Also. Was hat das jetzt mit Heiraten zu tun hier? Ne? Also, ihr versucht erstmal überhaupt eine Beziehung auf die Kette zu kriegen. Ihr versucht überhaupt mal, wie lange seid ihr jetzt zusammen? Ich vermute mal, über die 200-Tage-Grenze zu kommen. Da ist Heiraten kein Thema. So. Und warum stört dich das so wenig, ne? Vielleicht, weil du dieses Muster kennst, teilweise, und findest es vielleicht deswegen auch irgendwie normal. Ich weiß nicht, aber finde hier Heiraten ganz weit weg, ne? Daher denke ich, dass ich sowas eben nicht kenne. Nee, vertrau mal auf dein Gefühl, ne? Und sein Verhalten als gewisses Desinteresse werte. Würde ich auch. Stichwort, keine Beziehung fühlt sich so richtig so falsch an wie die richtige. Nee, das ist, glaube ich, also also erstmal habe ich das nicht gesagt. Ich sage immer, keine Beziehung fühlt sich so richtig an wie die falsche. Ich glaube nicht, dass der Satz andersrum stimmt, aber ich weiß schon, wie du es machst.